Dafür müssen wir auf dem Boden Brücke können. Falls du es noch nicht kannst, schau dir meine Brücke-Tutorials an. Wir nehmen von der Wand einen Arm lang Abstand, Arme nach oben und der Kopf bleibt zwischen den Armen. Schau auf die Hände und nach hinten lehnen, bis die Hände an die Wand kommen. Das ist die wichtigste Übung für die Brücke aus dem Stand, deshalb ist eine richtige Ausführung sehr wichtig. Wir dürfen dabei nicht ins Hohlkreuz gehen, sondern Bauch rein, Hüfte anspannen und ganz lange Arme auf die Hände schauen und gegen die Wand stützen. Wenn das gut geklappt hat, können wir mit der nächsten Übung weitermachen. Dabei klettern wir mit den Händen langsam nach unten, bis wir in die Brücke stützen. Dann brauchen wir eine Erhöhung ungefähr bis zur Hüfte. Mach einen Schritt nach vorne, Ausgangsposition einnehmen, auf die Hände schauen und auf die Erhöhung drauf stützen. Wenn du dich traust, kannst du auch etwas tiefere Erhöhung nehmen und irgendwann machst du es auf dem Boden. Vergiss bitte, dich nicht vorher aufzuwärmen und viel Spaß!